zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Schwangerschafts-Update. Yay! Ich weiß, viele von euch haben sich voll drauf gefreut, obwohl ich gesagt habe, auf diesem Kanal gibt es immer Beauty, Fashion, Lifestyle. Wie ihr es in meinen letzten Videos gesehen habt, da habe ich zum einen ein Lookbook gemacht, ein Tag und einen schönen Look. Kommen wir erst zur ersten Frage. Ich habe gemerkt, ich habe sehr viele jüngere Zuschauer oder viele Zuschauer, die sich mit diesem Thema noch gar nicht beschäftigt haben. Völlig verständlich, ja, weil es hängt immer davon ab, in welchem Lebensabschnitt man ist. Und mich haben viele gefragt, was heißen denn bei meinen Vlogs immer die Zahlen? Weil ich, wenn ich auf meinem Hauptkanal, auf meinem anderen Kanal Donnies Life vlogge, schreibe ich immer wieder auf, welche Schwangerschaftswoche ich bin und welchen Tag. Heute bin ich zum Beispiel in der 16. Schwangerschaftswoche und aber 15 plus 3. Das bedeutet, ich bin seit 15 Wochen schwanger plus 3 Tage. Das zählt aber schon als 16. Schwangerschaftswoche, sodass ihr auch versteht, in welchem Zeitraum ich bin. Das ist so ziemlich die letzte Woche vom 4. Monat. Ich glaube das nicht, bald bin ich im 5. und man sieht immer noch nichts. Das ist so lustig, ich habe überhaupt keinen Bauch. Ja? Ich habe mir das früher immer so anders vorgestellt, dass man direkt so einen dicken Bauch hat und... Keine Ahnung, ist einfach voll witzig. Bei mir sieht man gar nichts. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich glaube, das merkt man auch in meinen Videos, weil es ein absolutes Wunschkind war. Das war auch eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wurden. War es ein Wunschkind? War das ungeplant? Nein, ich habe mir das Kind gewünscht und wir hatten richtig, richtig viel Glück, weil mein Wunsch war erst im Juli da. Und ja, Ende Juli war ich aber dann anscheinend irgendwie schon schwanger. Also hat das richtig schnell geklappt. Darüber habe ich mich voll gefreut, weil viele haben mir gesagt, Daniel, das dauert 6 Monate, kann bis zu mehreren Jahren dauern. Keine Ahnung, ich bin einfach voll glücklich. Damit wäre auch die erste Frage beantwortet, wo so viele mich einfach gefragt hatten. Bevor ich dann zu diesen einzelnen Fragen komme, weil viele hatten die Möglichkeit, mich auf Twitter zu fragen, zur Schwangerschaft, zum Vlog, wollte ich erstmal so für mich auch und für euch, weil es viele interessiert hat, erzählen, wie es mir in den ersten 3 Monaten ergangen ist. So, nachdem ich halt wusste, ich bin schwanger, fing bei mir die Phase an, wo ich den ganzen Tag nur Süßes nicht mehr sehen konnte. Ich habe nur noch Saures und Salziges gegessen. Ich habe ja früher immer gedacht, Frauen übertreiben, das ist Drama. So geht es Frauen nicht, weil ich hatte auch viele Freundinnen mal bekannt, Kreis, die haben nichts. Kein Babychen, keine Gelüste, gar nichts. Und dachte mir, ja, das ist wahrscheinlich alles Einstellungssache. Und bei mir war das aber nicht so. Ich habe den ganzen Tag nur salzige Sachen gegessen. Olivenkapern und Zitronen wollte ich nur essen. Und ich habe auch am Tag 3, 4 Zitronen vernichtet. Ich konnte komischerweise keinen Reis mehr essen. Ich konnte es nicht sehen. Ich konnte kein Hühnchenfleisch mehr sehen. Ich konnte meine geliebten Spiegeleier nicht mehr essen, weil wenn ich das nur schon gesehen habe, war mir so übel. Ich konnte keine Schokolade mehr sehen, keine Cookies, keine Kekse. Das war für mich so schlimm. Ich konnte, aber irgendwas war noch, weil ich habe hier eine Liste. Ich bin momentan sehr, sehr vergesslich. Deshalb schreibe ich mir auch immer auf. Bananen haben mich für mich eine Zeit lang geschmeckt nach Seife. Konnte ich euch auch nicht erklären. Kein Plan. Ich habe in dem 2. Monat im September komplett im Bett verbracht. Und ich war die ganze Zeit so unendlich müde. Ich habe so viel geschlafen. Ich konnte viele Dinge nicht mehr machen. Deswegen kam auch im YouTube, ja. Deswegen kamen im September auch etwas weniger Videos und meinen Job habe ich auch ein bisschen nach hinten. Ja, ich konnte halt nicht mehr so viel machen. Aber jetzt geht es mir plötzlich so gut. Ich kann wieder alles machen, auf was ich Lust habe. Ich kann wieder raus. Ich habe endlich wieder diese Kraft. Ich merke, okay, manchmal muss ich ein bisschen langsamer machen. Ich muss mich selber dran gewöhnen, nicht mehr alles so von meiner Liste am Tag abarbeiten zu können. Aber es geht mir voll gut und ich fühle mich auch voll wohl. Und ich kann endlich wieder die Sachen essen. Reis und so. Und Bananen kann ich auch wieder essen. Also irgendwie war das voll komisch. Ich weiß auch nicht warum, war bei mir so. Viele haben mich auch gefragt, ob ich sehr starke Übelkeit hatte, ob ich ins Krankenhaus gegangen bin, sonst was, bla bla bla. Also nein, im Krankenhaus war ich nicht. Ich hatte Übelkeit, ja, das hatte ich. Ich habe auch sehr oft Bekanntschaft mit der Kloschüssel gemacht, aber es war, glaube ich, jetzt nicht so schlimm wie bei anderen. Also es war jetzt nicht jeden Tag und auch nicht mehrmals am Tag, sondern es war, glaube ich, in irgendeiner Form für mich überschaubar, weil ich habe es mir dann schlimmer vorgestellt, weil als mir dann übel geworden ist, habe ich mir gedacht, oh nein, bitte nicht, weil ich will nicht jeden Tag über der Schüssel hängen. Und dann war das, ging das, ja. Das war eher, wenn ich irgendwas gegessen hatte, wo mir schlecht geworden ist oder so. Was mir so aufgefallen ist an meiner Haut, ihr wisst ja, ich habe sehr viel in meinem Leben unter Akne gelitten und ich hatte auch eine Zeit lang aber richtig schöne Haut durch Ernährungsumstellung, Sport, bla bla bla, Pflege. Und im Anfang diesen Jahres ist meine Haut wieder voll ausgebrochen gehabt. Das war wieder kein Deutsch. Ausgebrochen. Aber seitdem ich schwanger bin, habe ich so eine traumhafte Haut. Ich habe überhaupt nichts. Ihr seht das
ist, meine Haut glowt. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel ungeschminkt wäre, habe ich nur noch ein paar kleine Pigmentflecken, aber ich kriege keine Pickel mehr. Und wenn überhaupt nur einen. Und ich bin einfach so dankbar, weil jetzt weiß ich, wie sich's anfühlt, wenn man gar nichts hat. Was aber auch jetzt dazu gekommen ist, meine Haut ist nicht nur trockener geworden im Gesicht, sondern an meinem ganzen Körper. Ich musste anfangen, mich mehrmals am Tag einzucremen. Jetzt habe ich es wieder irgendwie in den Griff gekriegt. Meine Haare sind so trocken geworden, dass ich keine Locken mehr kriege. Deswegen habe ich jetzt in letzter Zeit immer über Rundbürste meine Haare geföhnt. Ich habe das auch heute über Rundbürste geföhnt, weil ich einfach keine Locken mehr kriege. Das ist jetzt nicht mehr diese Kringellocken, die ich kenne, sondern es ist so irgendwas dazwischen, was man irgendwie nicht so mag. Genau, wo wir schon bei der Pflege sind, zeige ich euch mal die Sachen, die ich persönlich verwende für meine Hautpflege momentan, weil ich schon wie eine Irre, seit ich weiß, ich bin schwanger, creme ich mich ein, weil ich keinen Bock auf Schwangerschaftsstreifen habe, aber ich werde sie in irgendeiner Form bekommen, weil ich glaube, dazu genetisch tendiere. Ich creme mich jeden Tag ein und mit so viel Fett, dass ich mir vorkomme, manchmal wie Pommes in Öl. Und was ich eigentlich in letzter Zeit immer nehme, um mich einzucremen, ist von Bübchen. Das muss ich hier mal machen. Genau, hier seht ihr das. Bübchen Mama Pflegelotion, Mandel- und Jojobaöl. Und auch wenn ich es mal intensiver haben will, abends nehme ich dann von Kneipp dieses Mandelöl. Aber ich weiß selber, dass alle Pflegeprodukte, die es überhaupt in der Drogerie gibt, die benutzt man eher in erster Linie zum Wohlfühlen, weil sie können gar nicht in diese tiefen Hautschichten dringen, dass ich überhaupt keine Schwangerschaftsstreifen bekomme oder Frauen, die dazu tendieren. Man kann sich immer wieder eincremen, aber letzten Endes entscheidet auch die Genetik und auch wie viel man zunimmt in der Schwangerschaft, darüber, wie viel Schwangerschaftsstreifen man bekommt. Also ich mache das in dem Bewusstsein, ich pflege mich und es tut mir gut, aber ich weiß, es dringen Drogerieprodukte und generell dringen einfach nicht tief genug in die Hautschicht. But I like this. Wenn ich das jeden Abend so als Ritual für mich mache. Was mir auch in letzter Zeit aufgefallen ist, bei mir, ich kann nicht mehr so viel Parfums tragen. Weiß nicht warum. Eine Zeit lang konnte ich das Männerdeo von meinem Mann nicht mehr riechen. Mittlerweile geht's wieder. Ich konnte keine starken Düfte mehr riechen. Deswegen habe ich mir, es ist der erste Herbst, wo ich mir keine Herbstdüfte mehr gekauft habe. Weder Gucci Guilty, noch Dolce & Gabbana The One, noch mein Roberto Cavalli, was ich sonst immer benutze, konnte ich jetzt nicht. Ich hoffe, in nächster Zeit ändert sich das mal, weil ich finde mich so parfümlos, so komisch. Ich hatte ja am 20. meinen Frauenarzttermin. Ich habe auch 3D-Bilder gesehen und 4D-Bilder. Das war für mich so, mein Mann war auch dabei, es war für uns aber so krass zu sehen, dass irgendwas in einem wächst und wir haben das Herz gehört und es war einfach so, ich kann euch das Gefühl gar nicht beschreiben, wir sind einfach so, so unendlich glücklich. Und 3 Ärzte haben auch schon eine Tendenz gesagt, was es wird, ob Junge oder Mädchen. Aber wir 2 haben uns entschieden, uns auf das Urteil nicht zu verlassen, weil wir im Bekanntenkreis auch viele haben, wo gesagt wurde in der 16, oh, es wird ein Junge, dann ist es plötzlich in der 20. doch ein Mädchen gewesen, umgekehrt. Dann wurde doch ein Zwillingskind irgendwo im Bauch noch entdeckt, dass die Frau dann plötzlich anstatt 1, 2 bekommen hat, wo ich dachte, oh, okay. Deswegen wollen wir uns irgendwie nicht drauf verlassen. Ich bekomme nochmal in 3 Wochen, glaube ich, ungefähr, oder 2,5 Wochen, gehe ich nochmal dahin, weil mich das halt brennend interessiert, weil ich einfach so eine Frau bin, die am liebsten jetzt schon das Kinderzimmer einrichtet und jetzt schon den Kinderwagen kauft. Und ich weiß, ich muss noch so lange warten, aber ich freue mich so unendlich drüber. Dann nehme ich noch 3 Fragen aus meinem Ask Donja. Und zwar hat mich die Leandra gefragt, woher wusstest du, Donja, dass du bereit bist für ein Kind? Also ich muss ehrlich sagen, wer mich auch privat kennt, der weiß, dass ich immer gesagt habe, ich möchte nicht kinderlos sterben, ich möchte eines Tages Kinder haben. Aber für mich war das immer so weit weg, weil ich fühle mich immer noch wie 21, Forever 21, wisst ihr ja bei mir Bescheid. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, nein, jetzt noch nicht, ich will noch nicht. Habe für mich nämlich, jetzt nicht lachen, eine Bucketlist gehabt, Dinge, die ich tun will, bevor ich eines Tages schwanger bin. Und ich weiß, wahrscheinlich hat das nicht jede, ja, aber für mich war das immer so wichtig, was ich alles mache, bevor ich eines Tages ein Kind habe, weil Kind ist ein Zusatz im Leben und kein Hindernis, ich weiß. Aber viele Dinge kann man dann nicht mehr machen. Und für mich auch war auf meiner Bucketlist unbedingt eine Reise mit meiner Schwester machen, irgendwo auf dieser Welt, wo wir wirklich nur Schwesternurlaub hatten. Das haben wir dieses Jahr gemacht. Wir waren beide zusammen in New York und das war eine wunderschöne Reise. Es hat so Spaß gemacht. Damals ist dann Lamia noch nach L.A. gejettet zu den Kids' Choice Awards mit Sammy zusammen und es hat auch voll Spaß gemacht. Dann wollte ich noch unbedingt auch mit Sammy mal wieder im Urlaub nach all den Jahren und dieses Jahr war ich ja in Tunesien im Urlaub und da war Sammy zufälligerweise zwar nur für 2 Tage, aber er war da. Also hatte ich das auch von meiner Bucketlist weg. Dann war der nächste Punkt meiner Bucketlist unbedingt mit Freunden einmal im Urlaub, weil irgendwie
habe ich es nie geschafft, mit Freunden in Urlaub zu gehen. Ich war immer, hatte meine Nebenjobs, habe studiert. Bei mir war das immer so Abi, studieren, tak, 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 Arbeit. Also das war irgendwie nie so richtig, ja, so viel Zeit irgendwie dazwischen. Beziehungsweise ich hatte es so empfunden. Und wir waren dieses Jahr in Südtirol, in Meran. Und da war ich mit meinen Freunden, am liebsten mit Sammy, mit Lamia. Wir waren alle da und wir hatten so eine tolle Zeit. Südtirol ist so ein wunderschöner Ort. Da will ich auch unbedingt mit meinem Kind hin. Ich finde das wunderschön. Und ich hatte diesen Urlaub ja danach auch. Ich habe ein paar auch unerfüllte Sachen auf der Bucketlist, aber ich bin jung genug, ich kann sie mir noch erfüllen. Dann stand einfach auch noch auf meiner Bucketlist, einmal mit meinem Mann nach Asien zu reisen. Wir sind dieses Jahr nach Südkorea gegangen. Hatten auch da einen wunderschönen Urlaub, weil ich nicht weiß, wie es ist, wenn man ein Kind hat, wie man, ob man Langstreckenflüge machen kann, ob man dann lieber auf nähere Ziele umsteigt, das weiß ich nicht. Deswegen war mir das voll wichtig. Und auf meiner Backliste stand auch noch drauf, einmal einen Lauf mitmachen. Ich wollte damals zum Badischen Meidel laufen, hatte ich aber nicht geschafft, weil ich dann nicht irgendwie keine Zeit hatte. Und deswegen hatten wir dieses Jahr den Color Run in Stuttgart. Und da sind wir mit Steffi und Sammy und vielen anderen sind wir dann auch gelaufen. Und es hat voll viel Spaß gemacht gehabt und es war dann auch von meiner Liste weg. Zwei Dinge, die ich mir eigentlich noch erfüllen wollte. Ich wollte zusammen mit Miriam noch zum Tomorrowland, Richtung Belgien war das, aber wir haben dieses Jahr die Karten nicht bekommen. Deswegen denke ich mir, egal ob das Kind da ist, die liebe Mami, die hier im Hintergrund sitzt, die wird mir irgendwann mal dabei helfen, auf das Kind aufpassen, wenn die Mama Tomorrowland mit Miriam und so ein bisschen feiert. Dann wollte ich auch immer mal nach Ibiza. Ich habe es auch nicht geschafft, aber ich denke mir, das ist alles kein Problem. Das kann ich auch nach dem Kind in irgendeiner Form machen. Das waren jetzt so meine Bucketlist-Punkte, die ich für mich erfüllt hatte. Erst als ich das irgendwie alles hatte, habe ich mir gedacht, okay, I'm ready. Und ich habe mich einfach voll gefreut. Kommen wir zu den letzten zwei Fragen, weil das Video ist unendlich lang geworden. Mich hat noch gefragt, Joel, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Mir ist das so vollkommen wurscht. Wenn ich ein Mädchen habe, dann freue ich mich, sie in die Welt von allem einzuführen, weil ich selber eine Frau bin. Wenn ich Junge habe, finde ich es voll spannend, weil ein kleiner Knirps, den ich teilen kann. Und ich finde das so süß. Ich finde beides, Hauptsache gesund, mir ist das so völlig egal. Dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar hat mich die Laura P. auf Twitter gefragt, hast du schon Namensideen? No. Nein. Komischerweise wollte ich Klamotten schnell kaufen, aber Namen wollte ich mir jetzt noch nicht überlegen, weil mir fällt das so schwer. Und falls ihr Namensvorschläge habt für Jungen oder Mädchen, schreibt mir das in die Kommentare, weil vielleicht entdecke ich so den Namen, wenn ich dann das Geschlecht weiß. Ich weiß es nicht. Und dann wollte ich euch zu guter Letzt noch Kleinigkeiten zeigen, die ich gekauft habe. Da stand ich im C&A davor und ich konnte nicht anders. Das war so süß. Das ist so ein Set. Und zwar ist es so ein kleiner Body. Da steht I'm a little star. Das ist so süß und passend dazu gibt es dann eine Sternchenhose. Komischerweise habe ich immer gesagt, ich werde keine Sternchen, Mama. Mittlerweile merke ich, dass ich Sternchen voll über alles liebe, weil schaut euch mal die Hose an. Stellt euch mal davor, das ist eine volle kleine Windel drin. Voll süß und mir ist es auch voll wichtig, Unisex-Klamotten zu tragen bei dem Kind, weil Mist ist, ich will da jetzt nicht dieses klassische Rosa, falls es Mädchen ist und ich habe keinen Bock auf dieses klassische Blau, falls es ein Junge ist, weil ich will keine Stereotypen, wisst ihr, ich will einfach open. Alles ist möglich. Stell dir immer vor, da ist eine Windel drin. Und da sind noch so, ja, für die Füßchen auch passend dazu. Dann ist dann auch passend dazu eine kleine Mütze. Und es sieht so süß aus. Oh, wenn ich mir das so vorstelle. So ein kleiner Scheißer. Oder eine kleine Scheißerine. Was wieder mal kein Deutsch war. So süß. Und das war's, was ich gekauft hatte, weil es so, so knibbelig aus. Ja, ihr seht auf meinem Kanal Donny's Life jeden Tag, dass ich vlogge. Beziehungsweise jeden zweiten Tag, da habe ich euch auch viele Sachen gezeigt, was ich so gekauft habe. Und viele wollten auch, dass ich immer am Ende meines Videos meinen Bauch zeige. Wobei ich jetzt sagen muss, man sieht nichts, ja. Ich kann das gerne mal machen und stehe jetzt kurz auf. Also ich trage jetzt vom C&A so einen schwangeren Oberteil und eine Schwangerschaftshose. Aber wenn ich die Hose hier so hochziehe, sieht man bei mir noch gar nichts. Ich muss mal so machen. Ich sehe nur hier so eine ganz kleine Wölbung, aber es ist nichts. Es ist mini. Man sieht, für mich ist es so, als hätte ich viel gegessen. Wisst ihr, was ich meine? So kleiner Mini-Bauch. Ja, und das war mein Schwangerschafts-Update für dieses Mal. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich habe ja schon in 2,5 Wochen wieder meinen nächsten Termin. Und ich hoffe, dann weiß ich irgendwie das Geschlecht, weil ich will ja nicht mal im Kinderzimmer anfangen. Beziehungsweise ich habe ja eh schon damit angefangen. Ich gucke jetzt schon wie eine Irre überall. Und Kinderwagen suche ich gerade auch. Ja, ich freue mich einfach voll und ich hoffe, ihr freut euch auch. Wenn ihr weitere Videovorschläge habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Celebrity Looks, irgendwelche Rezepte, die ihr von mir sehen wollt, DIYs, Fashion, bla. Ich bin offen für eure Vorschläge, weil die Videos sind ja auch für euch und ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.